Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich mich schon darauf gefreut, das hier zu Let's Playen. Und zwar ist das hier Portal. Ja, das wird ganz lustig. Und dann würde ich sagen, das Spiel starten. Ja. Super die Musik. Schönes Bett. Damit ich keine Moskitos kriege. Oh. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Hä? Ich hab also... Sprunggeschützte. Also ich hab anscheinend kaputte Sprunggelenke. Also habe ich diese Dinger an meinen Fersen. Okay. Dann laufe ich mal hier raus, ne? Tschüss. Hallo, mein kleiner Cube. Hihi. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Eins. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Komm ich nicht mehr raus. Ja. Wunderbar. Jetzt muss ich warten, bis er da drüben ist, ne? Achso, hallo. Hallo, ich bin hier raus. Oh, hallo. Ja, eine falsche Station. Ich will trotzdem rein. Perfekt. Nein. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, schon. Okay, das sah lustig aus. Ich darf da rumtanzen. Okay. Ja, es war doch gar nicht so schwierig. Es hat nur ein bisschen gedauert. Ich hoffe, jetzt werden nicht alle Rätsel so. Ich sag mal Rätsel. Es war ja nichts Großes. Ladedaten, Ladedaten. Okay. Hallo, Test. Sie machen das sehr gut. Dankeschön. Danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Schön. Das ist beruhigend. Sehr. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende.
Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Das hat bestimmt noch niemand gemacht. Wow. Oh. Wow. Oh. Wow. Ja, und natürlich hat noch etwas da drum. Ja, und natürlich hat noch etwas da drum. Vor allem die Stimme bricht die ganze Zeit ab, aber der Fahrstuhl, der funktioniert einwandfrei. Und alles andere auch. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Sehr gut. Ja. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Okay. Danke. Das ist ein... Was? Ich soll mich testen lassen? Aber ich bin doch okay! Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Okay. Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ja, danke schön, das ist ja... Wow, die Tests sind ja auch so schwierig. Da komme ich gar nicht hinterher. Warte hoch. 5! Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Reicht das Gewicht der beiden aus, um das so zu erschweren, dass es runtergeht? Anscheinend nicht. Ah, da geht's auch. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Okay, ich rede wieder ein bisschen wenig, aber es liegt auch daran, dass die so viel redet. Ich meine, mein Gott. Das ist voll cool. Physik. Lalala.
ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Das Subjektwohnort hier. Ja, ich bin Subjektwohnort hier, scheint es. Das ist ein Adelstitel, weil ich so ein hohes Tier bin. Deswegen Wohnort hier. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Gehen wir wieder rüber. Und wir sind wieder drüben. Die sind echt relativ einfach. Also ich weiß nicht, wie viel da noch kommen. Da sind drei leere Zahlen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das mehrere hundert sind. Ungefähr 126. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Yay! Yay! Schön. Tod ist lustig. Macht immer so tolle Witze. Ich bin kein Großkotz. Ich bin bloß Gott. Lalala. Sieh ich aus, ein Hugo. Sieht voll lustig aus. Wow. Ich meine, beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, mit Sicherheit. Das klingt sehr vernünftig, logisch und warum nicht? Yay! Komm. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Wieso sollte ich das gar nicht versuchen? Ich meine, wenn jemand es nicht versucht, dann kann man es auch nicht schaffen, ne? Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Extrem pessimistisch. Wir können das nicht erreichen. Punkt. Es ist extrem pessimistisch. Ich habe schon fast angefangen zu weinen, aber es ging auch ganz. Ja, ganz okay. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr von diesem Spiel erhofft, dass es so ein bisschen mehr herausfordernd wird. Aber. Hallo. Wir wieder unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Konfliktvoll Impulse. Hab ich gemacht. Spektakulär. Dankeschön. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Toll.
Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Okay. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. That's what she said. Nun, ich drehe mich jetzt einmal komplett um. Warum auch nicht? Eigentlich müsste ich voll aufs Maul fliegen, aber... Huh. Physik von Portal, also, naja. Ich meine, wenn ich so senkrecht reinfliege, dann fliege ich doch ein senkrecht wieder raus. Ich drehe mich dann doch nicht um, die Gravitation bleibt ja gleich, also fliege ich einfach aufs Maul.